Hallo zusammen, heute legen wir die Karten für die im Sternzeichen Wassermann Geborenen und zwar von heute die nächsten 4 Wochen, also vom 18. Juli bis zum 15. August. Wie immer fange ich an in der Liebe und Partnerschaft und danach kommt Beruf und Finanzen. Ich konzentriere mich auf die Wassermann Geborenen für die nächsten 4 Wochen. Meine rechte Hand geht wieder aufs Herz, meine linke Hand zieht die Karte Liebe und Partnerschaft. Was kommt in der Partnerschaft auf die Wassermänner zu? Was können die Wassermänner für die Partnerschaft tun in den nächsten 4 Wochen? Steht ein neuer Partner an für die Wassermänner? Doch, ich will die. Sind die Wassermänner bereit für einen neuen Partner? Und wie enden die 4 Wochen in der Partnerschaft für die Wassermänner? So, dann schauen wir mal. Wir haben die Herrscherin, also die Mutterschaft, die Fürsorgerin. Die Partnerschaft ist ein Geben und ein Nehmen. Hier liegt es im Moment so da, ja, als ob ihr nur geben würdet. Passt auf euch bitte selber auf. Hier der Wagen heißt Zügel in die Hand nehmen. Eine Entscheidung steht an. Ihr müsst eine Entscheidung treffen. Wollt ihr dieses Geben und Nehmen so einseitig lassen, wie ihr das im Moment empfindet? Ich würde sagen, ihr seid mehr wert. Steht ein neuer Partner an? Ja, aber es wäre ein Kopf, eine Kopfgeschichte. Seid ihr bereit dafür? Ja, ihr seid bereit für einen Neustart, für einen Neubeginn. Der Tod bedeutet ja nichts anderes wie, was Altes muss weg, was Neues kommt her, damit was Neues kommen kann. Und der Hierophant ist eine Arbeitskarte. Das ist was Stabiles, was Solides, was Ernsthaftes. Also das ist jetzt nicht nur so ein Geplänkel, sondern das wäre schon so eine richtige Beziehung, nenne ich es einfach mal. Und der Turm sagt nichts anderes wie, trefft eure eigenen Entscheidungen, überlasst die nicht den anderen, denn sonst seid ihr damit nicht zufrieden. Alte Verhaltensmuster müssen aufbrechen, damit was Neues geschaffen werden kann. Also geht aus eurer alten Starre raus. Und der Turm ist auch nicht nett im Sinne von, er ist nicht schlimm, Gott, nee, auf gar keinen Fall. Er ist wirklich eine tolle Karte, die euch aufzeigt, ihr seid in eurer alten Struktur so sehr gefangen, dass es für euch schwer ist, auch wieder rauszugehen. Und ihr müsst es wirklich aufbrechen und mit einem Schlag, weil da heißt es wirklich wie vom Blitz getroffen. Die strahlenden Augen setzen alles in Brand und stürzen alles nieder, räumen richtig auf. Das ist ein Tabula Rasa. Räumt es auf mit eurem alten Verhaltensmuster-Ding und traut euch mal was Neues zu machen. Es liegt nicht optimal da, aber es liegt an euch, es zu ändern und es für euch optimal zu machen. Wassermann-Geborene, schauen wir uns euren Beruf und Finanzen an. So, für die Wassermann-Geborenen. Wir hatten die Liebe und die Partnerschaft und jetzt konzentriere ich mich für euch auf Beruf und Finanzen. Beruf und Finanzen, Beruf und Finanzen, Wassermann, Beruf und Finanzen. Wieder wandert meine rechte Hand auf mein Herz und mit der linken ziehe ich die Karte für euch. Was kommt beruflich die nächsten 4 Wochen auf euch zu? Was könnt ihr persönlich für euren beruflichen Erfolg tun? Steht eine Beförderung an oder eine Gehaltserhöhung? Was könnt ihr dafür tun, dass ihr sie bekommt? Und wie enden die 4 Wochen beruflich für euch? Ihr seid sehr flexibel. Also Flexibilität wird bei euch im Beruf gefordert, die nächsten 4 Wochen. Das Rad des Schicksals steht wirklich für die Flexibilität, für das Nicht-Stehen-Bleiben, für das Umschauen, für das über den Tellerrand hinwegschauen. Seid nicht starr. Der Teufel ist für mich immer eine schöne Karte, weil sie zeigt mir, dass ich starr bin, dass ich in mir selber gefangen bin. Also der Teufel zeigt nichts anderes. Seid flexibel, wehrt euch nicht dagegen. Sagt nicht, oh, das habe ich schon immer so gemacht, sondern seid offen für Neues. Der Wagen stellt euch vor die Wahl, ja oder nein. Ist eine Chance für eine Beförderung da? Die Wahl liegt bei euch. Sehr spannend. Ihr hättet die Kraft, das durchzuziehen. Aber, ja,
flexibel bleiben, den inneren Schweinehund für neue Sachen offen lassen, die Entscheidung dafür treffen für das Neue, denn ihr hättet die Kraft dazu. Ihr habt das Durchsetzungsvermögen und ihr könntet das Neue wirklich erledigen, wenn ihr euch selber nicht im Weg steht. Und die nächste, Ende der 4 Wochen seid ihr dann glücklich und zufrieden und habt es mit Leichtigkeit alles geschafft. Also Leute, steht euch selber nicht im Weg, ihr Wassermanngeborenen, bewegt euch, macht was, seid nicht so starr stur, sondern seid diese Flexibilität. Wenn ihr selber Karten legen lernen wollt, dann schaut doch mal runter in die Beschreibung, da habe ich einen Link für euch. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um mehr Sternzeichen-Auslegungen zu kriegen oder jeden Sonntag das Wochenhoroskop, astrologisch gesehen mit Tarotkarten. Ich wünsche euch viel Spaß, bis bald.